Ja. Ja, genau, so wie ich halt da. Zum Glück macht mir die Sticker hier nichts. Zumindest sieht es aus wie ein Sticker. Bin mir nicht sicher, was es ist. So, schießen den erstmal so ein bisschen an. Das sind auch nur so, naja, zielsuchend. Ich hasse so Waffen, die zielsuchend behaupten, zielsuchend zu sein. Und dann sind sie doch irgendwie nur so, oh, ich fliege jetzt einen halben Millimeter und dann. Bleibe ich dann wieder stehen, weil doch keinen Bock mehr zielsuchend zu sein. Trifft ihn einmal und dann fliegt er weiter. Nicht stehen bleiben, nicht stehen bleiben. Man kann ihn auch im Laufen treffen. Jetzt bitte mal aufhören, auf mich zu schießen. Dass die Soundgeräusche nicht auch als Urheberrecht geschützt gelten, das wundert mich hier. Super, sobald ich ihn einmal treffe, fliegt er gleich weiter. Kannst du mir das mal wieder aufhören? Yay, ich fliege im. Sp Sieht so komisch aus. Ich habe nicht das Gefühl, dass das so sein sollte. Lebensenergie hat er denn noch? 50, 52. Problem ist, ich kann mich da auch nicht am Abgrund halten, weil ich hier nur wie Ding lange Dingsbums habe. Ja. Kannst du eh nicht besiegen. Also, solange du nicht in dein Schiff gestiegen bist. Darf ich nicht in mein Schiff steigen? Die ganze Basis leer geräumt, hier ist nichts mehr, was gefährlich sein kann. Der Typ soll herkommen mit meinem Schiff. Ich hoffe wahrscheinlich, dass ich sterbe und er mein Schiff verkaufen kann. Verdammter Android. Ich werde ihn auseinanderbauen lassen. So, jetzt wollen wir hier mal schnell Zeug aussammeln. Das nehmen wir noch mit. Das ist einfach das Ding ausgegangen, glaubst du es? Wo ist denn der jetzt? Ich habe leider immer noch keine Ahnung, wo ich hin soll. Vielleicht will ich erstmal nach oben, so generell ein Stück. Ja, ich glaube, ich will erstmal so nach oben. So. Jetzt bin ich wieder unten. Großartig. So hatte ich mir das vorgestellt. Ja, genau so. Ach komm schon, das Ding macht absurd viel Schaden. Nein! Nein! Nimm das Full Health mit! Nimm es mit! Ach, nimm doch das Full Health mit! Nein! Ich kann dem auch nicht ausweichen! Ich kann da nichts machen! Wie soll ich das besiegen? Okay, ich schaue im Internet nach, leck mich. So viel bezahlt der Fino nicht, dass ich das jetzt alleine herausfinde. Vor allem, weil ich das scheiß Level immer wieder spielen muss. Ich gehe mal nachgucken, wie das funktionieren soll. So, ich habe jetzt nachgeschaut, wie man den Gegner besiegt. Und ich bin mir nicht sicher, ob das...
Ernst gemeint ist oder. I'll watch the ship. Get out there. Es ist. Nee. Es ist, so sollte ein Boss-Gegner nicht designt werden. Und irgendwie spielen die Leute entweder auf leicht oder die haben das schon ein paar Mal durchgespielt, weil ich habe hier keine 19 Leben. Oder waren es 17? Ach ja, leck mich. Hey, wieso habe ich jetzt 10 und ich nur 9 Schaden genommen? Wieso war der schon wieder draußen? Der soll doch da drin bleiben. Okay, spielen wir nochmal zum Boss und töten ihn dann innerhalb von 10 Sekunden. Ich habe nicht das Gefühl, dass man den Boss so töten sollte. Aber in allen Videos hat das so gemacht. Ich denke, glaube ich, nicht richtig für das Spiel. Ich soll nicht davon ausgehen, dass das Spiel so gut gemacht ist, wie ich davon. Meine Konzentration weg, toll. Wahrscheinlich funktioniert das gar nicht so, wie die den Boss getötet haben. Wenn doch, dann ist das sehr fragwürdig. Weil, hey. Das ist kein gutes Design. Auch für 6 oder 97 nicht. Da habe ich schon Besseres gespielt damals. Zum Beispiel Turok 2. Nein! Ach komm! Dieses Verdammte rutscht da runter und stirbt. Nein, nein! Aha. Ich verlange einen Patch für das Spiel, der die ganzen Fehler mal behebt. Gibt's überhaupt für das Spiel gab's? Nein. Das ist doch nur diese dumme Ausrede. Könnte man das in Spielen nicht einfach mal weglassen? Dann spring halt nicht, hast schon recht. Nein! Ja, ich nehme natürlich Schaden, wie könnte es anders sein? Ach was, läuft das hier ab, ob ich Schaden nehme oder nicht? Das ist doch nicht nur die Höhe, da kommt doch noch irgendwas anderes mit rein. Oh, jetzt spring da schon hoch! Okay, ich kann offensichtlich die Wand runterlaufen. Wie in Battlefield 1942. Weg mit dem dummen Ding und weiter geht's. Es jucken meine Ohren, glaubst du das? Ja, blablabla. Ist ja auch kein Schwein. Spul mal vor. Hallo, triffst du den heute nochmal? Mensch, kack Aimbot. Hat man schon Aimbot und trifft trotzdem nichts, weil das Ding scheiße ist. Trifft mich natürlich. Glaubst du auch selbst nicht. Es wird halt auch nicht spannender. Wehe, ich kann den Boss wirklich so besiegen, dann glaube ich rastig aus. Soundspur klingt wie aus GTA 2 geklaut. Nicht wieder runterrutschen. Hört man meine Maus überhaupt? Ich hoffe doch.
Ich ignoriere ihn lieber nicht, nicht, dass er mir nachher noch irgendwie wieder runterschubst oder so ein Scheiß. Das wollen wir ja auch nicht. Soll ich das Level gleich nochmal neu starten? So. Easy. Ihr könnt eh nichts. So, vielleicht soll ich da nochmal zurücklaufen. Sobald, kann ich hier zurücklaufen? Ja, ich kann nochmal bis hier zurücklaufen, wenn ich das Jetpack habe. Hm. Sollte man mal drüber nachdenken. Nee, vielleicht wenn ich die ganzen Challenge Points hole. Da werde ich auf jeden Fall auch die komplette Lösung benutzen, um die alle zu finden. Ich suche jetzt nicht das ganze Level ab. Vor allem kannst du hier praktisch ewig weit fliegen mit dem Jetpack. Wenn du nicht weißt, wo du hin musst. So. Das Entfernen sieht immer so ein bisschen komisch aus. Hallo? Denk mir doch, wo ist denn der? Stille sieht einfach in die Kante rein. Verstehst du? Verstehst du? Verstehst du? Nee, verstehe ich nicht. Darf der das denn? Oh ja, wie sieht das Ding da rechts an? Das, was ich gar nicht treffen kann, hast schon recht. Würde ich auch so machen. Kusch, ihr Arschgesicht. Was hat er gesagt? Hm, Absicht gestanden. Ich kann auch hier nicht hoch und runter gucken, sondern nur laufen, wenn ich mich bewege. Also ohne die V-Taste zu drücken geht das nicht. Fällt der da irgendwie durch den Boden, ne? Oder bilde ich mir das nur ein? Na, teils, teils. Es wird nicht spannender mit der Zeit. Das wird überhaupt nicht. Hm. Komm schon. Stirb. Stirb. Stirb immer noch. Was? Er ist immer noch nicht tot. Ach, leck mich doch. Hm, hätte ich noch erreichen können. Naja. Details. Details. Die sind ja auf hochgestellt und trotzdem ist es alles sehr unkontrolliert. Gut, was meine Spielkammer 96 und 97 raus. Was halt so. Der ist jetzt auch nicht so schlimm. Es wird immer spannender, merkt ihr es? Ich nicht. Ich merke nichts. Ich bin nämlich ein Nichtsmerker. Ha, ha, Herr Witz. Ich bin so lustig gerade. Ich möchte am liebsten da runterspringen, so lustig wie ich bin. So, kommt das Ding jetzt hoch oder bleibt das wieder mal? Hm, hat mal wieder keine Lust. Aber fast wäre ich runtergekommen. Das wollen wir ja auch nicht. Das wollen wir nicht. Ja, war. Nur dieses eine Ding. Okay. Ach, halt die Fresse. Ich weiß, was ich tun muss. Das
gelogen, aber hey. Mein Ohr. So hoch. Gut, dass er mich nicht bemerkt hat. Auch die Geräusche nicht gehört. Ja, bla bla bla. Ich hab doch lieber mal einen Grund, warum ich den überhaupt suchen soll. Ich hab doch gar nichts getan. Könnte auch ein Kühlschrank sein, was ich da hinten mir auf wieder rumschlepp. Was ist denn das Leben? Ich sehe es schon wieder nicht. Danke. Ich muss das erstmal sehen, bevor ich da jetzt irgendwo hinfliege und wieder sterbe und... Hä? Ach da. Und ich sehe auch das Ding, aber... Ich sehe das Leben nicht mehr. So, ein Leben mehr. Ich muss hoch, 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 hoch. Nehme ich den Aufzug? Naja, es dauert zu lang. Hey, ich habe es geschafft, ohne das Leben zu verlieren. Geht schon, wenn ich es so mache. So. Ging vielleicht auch schneller, wenn ich richtig die Richtung gucken würde. Jetzt müssen wir natürlich erst mal wissen, was die richtige Richtung ist, aber Details. Kann ich hier vielleicht noch irgendwo hoch? Irgendwie bezweifle ich das. Ich habe Probleme mit meinem Chatpack. Ich soll dann aufhören, die Maustasten unnötig abzunutzen. Oder? Das wollte ich jetzt. Das war Absicht, natürlich. Wenn wir schon dabei sind, holen wir uns das Ding auch noch. Ich treffe. Gut. Alles gut. Ich weiß zwar nicht, wie viele Challenge Points habe ich denn jetzt? 3. Klingt nicht so, als würde das für ein Leben reichen. Es wäre vielleicht ganz gut, wenn ich noch ein paar hätte. So minimal. Hab das Gefühl, Leben wären sind brauchbar. Gut. Also hier, ne? Könnte man was mit anfangen. Habe ich gesehen im Video. Der hatte da 15 Leben oder sowas. Da hat man auch Möglichkeiten, den Boss zu testen. Auch wenn ich nicht sicher bin, ob das mit dem Boss nicht verarsche ist. Und normalerweise hätte ich auch mehr Geduld. Das Problem ist nur, ich muss dann halt das Level immer wieder spielen. Und das Level dauert hier ein bisschen länger als zum Beispiel in Mega Man. Halt, falsche Richtung. Und mir fällt ein, ich muss irgendwann auch mal Mega Man 3 spielen. Oh Gott. Was ich für ziemlich schwer halte. Holen wir uns auch noch das Ding? Ach komm, holen wir es uns. Schon ziemlich. Also zumindest die Nintendo-Version. Die Game-Version habe ich ja schon. Gut, ich könnte noch Mega Man und Constancy spielen. Das ist natürlich doch ein bisschen härter, aber. Wer will das schon? Ich? Nein, nein, ich will das nicht. Das könnt ihr euch gar nicht leisten, also. Wobei das Projekt wahrscheinlich sehr lustig werden würde, wenn ich tatsächlich versuche. Wo kommt diese Plattform her? Die erscheint einfach.